Also denn, als Freund einfacher Sätze habe ich hier mal wieder ein wunderschönes Beispiel gefunden. Wir sind immer noch bei Ba, diesmal kausal, also weil bla bla bla. Der ist aus dem Taketori Monogatari und zwar relativ vom Anfang. Wer die Geschichte kennt, weiß, da gibt es einen Bambussammler, der geht dann eines Tages in den Wald und sucht Bambus und findet dann in einem von diesen Bambusheimen ein kleines Mädchen. Das ist dann die Mondprinzessin, aber das erfahren sie dann erst später. Auf jeden Fall, der Bambussammler geht los, findet das Mädchen und bringt es mit nach Hause. Und dann kommt dieser Satz. Ito osonakereba kago ni irete yashino. Kurz und bündig. Also, wir haben hier wieder so ein Signal-E. Wissen deshalb, dass es die Isenke ist und deswegen entweder kausal oder temporal übersetzt werden muss. Ich habe ja hier schon ein bisschen vorgespickt, deswegen weiß ich, dass es halt kausal ist. Osonashi ist ein Keyoshi. Das steht hier nicht ganz nackt, also da ist jetzt nicht irgendwie das Bar direkt angeschlossen und dazwischen ist noch ein Kelly, das macht einfach die Vergangenheit. Das hier heißt ja jung sein oder sehr jung sein. Vergangenheit und weil. Also, weil sie, die Kaguya-Hime, Ito sehr jung war, in einen Korb setzen und aufziehen. Oder in schönem Deutsch, weil sie sehr jung war, setzten sie sie in einen Korb und zogen sie auf. Hier haben wir halt neben dem Weil, wie gesagt, noch das Carry und die Partikel T, aber das besprechen wir dann später noch. Ja, so viel dazu. Auf zum letzten, das ist dann Konditional an der Misenke.